Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier direkt aus dem Bundeshaus zu Ihnen heim, wo immer Sie uns auch hören. Wir reden hier über die wichtigen Themen von der Woche, von der Session, von der nächsten Zeit in der Politik. Heute ist mein Gast Christoph Mäder, Präsident von Economie Suisse. Und wir reden zuerst über die nächste wichtige klimapolitische Abstimmung. Wir reden über Energiepolitik, ganz wichtiges Thema für die Schweizer Wirtschaft. Und wir reden über die Beziehung zur Europäischen Union, wo man auch wieder lesen kann, dass da Sachen in Bewegung kommen. Und auch ein sehr wichtiges Thema, selbstverständlich, für die Schweizer Wirtschaft. Ich habe einen Bündner Wein mitgenommen. Du bist nicht aus Graubünden, aber... Aber auch viel Sympathie fürs Geld. Du hast viel Sympathie. Auch für einen Wein. Auch für einen Wein. Ja. Es ist der Bündner Regierungswein, wo man da wird in der Galerie deshalb ausgeschenkt, weil ein Bündner Nationalratspräsident ist, der Martin Caninas. Mal schauen, die Bündner Regierung, was die so trinkt. Ich habe ihn ehrlich gesagt auch noch nie gehabt. Zum Vielen Dank. Danke für den Besuch. Bündner Herrschaft, verwöhnt von gutem Klima, von Föhn, immer wärmerem Klima möglicherweise. Das führt uns zum ersten Thema. Wir werden im Juni über das Klimaschutzgesetz abstimmen, über den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Economie Suisse hat sich positioniert für das Gesetz. Warum? Was wir an dieser Vorlage sehr positiv beurteilen, ist, dass jetzt das Volk, das Stimmvolk, einmal die Möglichkeit hat, zu dem Netto-Null-Ziel 2050 überhaupt in einer Plebiszit Stellung zu beziehen. Das war bisher nie der Fall gewesen. Genau. Insofern ist das ein wichtiger Meilenstein, glaube ich, auch für unsere Demokratie. Das Zweite, das Netto-Null-Ziel 2050 ist für die Wirtschaft, die international unterwegs ist, nicht mehr zur Diskussion. Das Ziel ist gesetzt, das Ziel wird verfolgt. Die Investoren, die Stakeholders, wie man so schön sagt, von unseren Unternehmungen, Lieferanten, Kunden, Mitarbeitende, erwarten und haben klare Vorstellung, dass die Wirtschaft alles unternimmt, um das Ziel zu verfolgen. Insofern ist von der allgemeinen Stoßrichtung her ist die Zielsetzung von dieser Vorlage die von der Wirtschaft. Dass die Vorlage Stärken und Schwächen hat, das bestreitet niemand, bestreitet auch bei uns niemand. Es hat Elemente drin, wo schwieriger zu verdauen sind für uns, aus ordnungspolitischen Gründen. Die Subventionswirtschaft ist noch nie in der Economie Suisse ihre erste Domäne gewesen, wie wir alle wissen. Aber es ist im Gesamten ein Kompromiss, wo wir damit leben können. Die Subventionen fließen ja nicht einfach auf einen Schlag. Es ist ja auch dagegen eingewendet worden. Es wird so viel gesprochen, wo gar nicht verdaut werden können. Das ist gestaffelt über die Zeit. Das sind Elemente als Beispiel, wo wir auch nicht begeistert sind. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist das Gesetz auch im Wesentlichen ein Gesetz, das Zielnormen enthält, Ermächtigungen, aber nicht das Programm. Ja. Selber. Und das findest du gut. Und da kommt, das ist ein Rahmengesetz auf eine Art. Mhm. Und das bietet auch Chancen. Wenn wir am Klimaziel Reduktion CO2-Ausstoß per 2050 festhalten, dann bietet es auch Chancen, dass wir jetzt können Voraussetzungen schaffen, um die Chancen wahrzunehmen, das Ziel zu erreichen. Wir wissen letztendlich alle nicht, ob das möglich ist, aber die Ambition muss es sein. Wir haben von Anfang an gesagt, das Gesetz allein ist nicht der Heilsbringer. Ganz wesentlich wird es in der Umsetzung von diesen Massnahmen liegen, dass jetzt die Chancen ergriffen wird, alles zu unternehmen, um mit allen verfügbaren Technologien das Ziel anzustreben. Jetzt, du sagst zu Recht, Wirtschaft will das auch, oder? Das kann man überall lesen. Aber dann macht es ja schon einen Unterschied, ob die Wirtschaft sozusagen freiwillig aufgrund von Beziehungen zu Investoren, zu Lieferanten, zu Kunden sagt, wir streben das Netto-Null-Ziel an, oder ob man es in ein Gesetz hinein tut. Weil wenn sich es nämlich als falsch oder zu teuer oder nicht erreichbar herausstellt, dann muss man dann zuerst das Gesetz wieder ändern. Und das ist dann schon mühsam. Ihr committet euch schon dann auf dem Weg und ihr könnt fast nicht mehr zurück. Also wir committen uns nicht auf einen 30-jährigen Ablauf, wo, wenn wir dann irgendwann mal feststellen, dass es nicht läuft, dass wir dann keine Änderungen können dran vornehmen. Also ich meine, man muss jetzt auch noch ein bisschen realistisch bleiben. Mhm. Wir wissen alle nicht genau, wie wir die Umsetzung im Detail wahrnehmen müssen. Das ist heikel. Aber
Was wir nicht dürfen machen, das haben wir immer betont, sind Technologie oder Denkverbote in dieser ganzen Klimapolitik. Mhm. Und sagen, wir streben es nicht an, wäre auch ein Denkverbot. Mhm. Angesichts der Notwendigkeit, die wir haben in der Klimapolitik. Mhm. Und ich glaube, das kann man jetzt wirklich ernsthaft nicht bestreiten, dass das menschliche Verhalten verantwortlich ist für den Klimawandel. Angesichts dessen müssen wir auch in der Ambition so offen sein, dass wir alles probieren, was möglich ist. Jetzt hast du auch vorher richtigerweise betont, im Gesetz hat es ganz wenig Massnahmen, die nicht viel jetzt auf dem Weg schon bringen. Und viele Ermächtigungen am Bundesrat. Das ist, wenn man das mal liest, auch so ein bisschen aus einer juristischen Perspektive. Das ist immer, der Bundesrat kann, der Bundesrat soll. Müssen wir alle. Ist gefährlich, oder? Ich meine, ist da nicht Gefahr, dass immer wieder neue Sachen kommen und die Wirtschaft immer wieder neue Regulierung muss entweder übernehmen oder bekämpfen? Und Dalin Dreh, die Fraktionschefin von den Grünen, ist da gesessen und hat gesagt, ja, wir kommen dann alle 3 Jahre mit Plänen, was die Wirtschaft muss machen und so. Also, das ist ein riskanter Weg. Die Möglichkeit ist theoretisch vorhanden, wenn die politischen Mehrheiten so wären, dass solche schnelle Abfolgen von neuen Regulierungen würden über uns hineinbrechen. Das kann man nicht verneinen, dass die Gefahr nicht irgendwo besteht. Mhm. Aber erstens einmal, glaube ich, ist der Schweizer und die Schweizer Politik am Schluss ein pragmatischer Spieler. Und es wird das hoffentlich gemacht werden, da bin ich zuversichtlich, wo umsetzbar und machbar ist, möglich ist. Und wir gehen nicht auf abenteuerliche Pfad, wie das in den Köpfen von gewissen politischen Kreisen natürlich immer latent vorhanden ist, klar. Und das Zweite ist, noch einmal, ich komme zurück, nichts zu machen, ist auch keine Option. Mhm. Und darum kann ich mich nicht damit abfinden, dass wir einfach sagen, die Gefahr besteht, dass das Falsche gemacht wird, ergo machen wir nichts. Mhm. Die Alternative, die Option haben wir nicht. Mhm. Aber gleich, jetzt sind wir noch im Boot mit Klimaaktivisten, die eigentlich die Wirtschaft bekämpfen, den Kapitalismus bekämpfen, System Change, not Climate Change. Ist euch dort, also ist schon noch verrückt, ist euch dort wohl? Oder? Also im Boot, da möchte ich schon relativieren. Wir sind nicht ideologisch mit denen im Boot, um Himmels Willen. Und schon gar nicht, wenn es um Absichten geht, wo gewisse Leute haben, die Wirtschaft generell zu bekämpfen. Selbstverständlich nicht. Es ist eine thematische Unterstützung von einem Erlass, wo nach unserem Dafürhalten, was Zielsetzung angeht, unterstützenswert ist. Aber dass wir auf dem Weg dorthin sehr viel harte Diskussionen werden haben, wie das umzusetzen ist, steht außer Diskussion. Und da werden wir uns gegen so fantastische Ideen selbstverständlich wehren. Hast du nicht Angst, dass man euch dann das Ja um die Ohren haut und sagt, ja, da habt ihr euch ja committed und jetzt macht ihr noch nicht mit? Ja, das ist mir zu einfach. Okay. Dass die Wirtschaft mit einem Ja zu einem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative quasi Türen auftut für Generalangriffe auf Marktwirtschaft. Ich meine, das kann uns nicht mehr ernsthaft entgegenhalten. Insofern, ich glaube, man muss das einfach relativieren und man muss es für das einordnen, was es wert ist. Wir sind jetzt auf der Frage, müssen wir ein Netto-Null-Ziel 2050 anstreben und müssen wir dafür Voraussetzungen schaffen. Mhm. Und sonst kannst du dann die Sendung von unserer Federal zeigen, dass du eigentlich davor gewarnt hast. Genau, oder? Genau. Ich meine, es ist schon noch verrückt, also es ist so ein bisschen, ich finde es eine Unart, dass man gegen eine linksgrüne Initiative wahnsinnig oft indirekte Gegenvorschläge macht, wo dann, ja, ich sage jetzt 80, vielleicht sogar 90%, kann man nicht genau berechnen, von der Initiative bereits umsetzt. Und, weil der ordentliche Weg wäre, dass man über die Gletscherinitiativen abstimmt, wo radikaler ist, wo gibt auch Leute in dem Haus, die sagen, keine Chance hätte. Und dann, ja, also das Vorgehen, wie beurteilst du das? Also aus allgemeiner staatspolitischer Sicht, wenn ich das so darf sagen, bin ich auch einer, der eher skeptisch ist, dass man jede Initiative, sei sie noch so exotisch, sei sie noch so radikal, dass man die einfach eo ipso muss mit einem Gegenvorschlag zu einem rechten Teil quasi umsetzen, damit man die Initiative oder die Abstimmung über die Initiative selber verhindert. Da bin ich seit vielen Jahren sehr skeptisch. Ich glaube, das ist nicht richtig und es führt letztlich dazu, dass man in vielerlei Hinsicht quasi, wie du es glaube auch angetönt hast, dass man den Willen von den Initianten wie undemokratisch probiert quasi umzusetzen. Man gibt ihnen ein vorauseilendes Vetorecht auf eine Art. Und da habe ich meine grosse Mühe damit. Da fehlt vielleicht auch an einem ein
den Mut, auch im Parlament, zu sagen, jetzt treten wir an. Vielleicht gewinnen wir, vielleicht verlieren wir. Ja. Aber vielleicht hat es auch ein bisschen mit der Zersplitterung von der Parteienlandschaft zu tun, dass die Kräfte, die eigentlich alle sich könnten hinter einem Nein zu so einer radikalen Initiative finden, dass die irgendwie nicht bereit oder nicht in der Lage sind, sich dann auch zu einer entsprechenden Gemeinschaft zusammenzutun, wenn es darum geht, eben die Initiative zu bekämpfen. Also ich bin sehr der Meinung, wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht einfach vorauseilen und immer gerade sagen, da müssen wir einen Gegenvorschlag haben und unbedingt das meiste aufnehmen. Jetzt der neue Klima- und Energieminister Albert Rösti, er hat so ein bisschen Parolen rausgegeben, wenn wir den Weg machen zu Netto Null, dann brauchen wir genug Energie. Und er hat nur schon, also klar, weil es um den Verkehr geht, weil es ums Heizen geht und so weiter. Das wissen wir jetzt mittlerweile alle. Aber er hat nur schon mit dieser Formel, hat er wie Gewicht ein bisschen verschoben. Ja. Weg von der Klimapolitik. Also nicht weg, aber er hat gesagt, damit wir das machen können, müssen wir genug Strom haben. Und eigentlich ist es ziemlich banal, aber damit rückt die Energiepolitik wieder im Vordergrund, wo für die Wirtschaft auch wahnsinnig wichtig ist. Bei allen Energie- oder klimapolitischen Stellungnahmen von der Economie Suisse in den letzten Jahren ist immer die Kardinalforderung betont worden, wir müssen die Energieproduktion erhöhen. Also, wir reden ja primär jetzt über den Strom. In dem Zusammenhang hat der Bundesrat Rösti auch gesagt, wir müssen die Produktion erhöhen. Mhm. An dem führt nichts vorbei. An dem führt weder ein Gegenvorschlag, Gletscherinitiative noch ein Mantelerlass vorbei. Die lösen die Probleme nicht. Mhm. Wir brauchen mehr Kapazität. Mhm. Und wir brauchen auch mehr Kapazität im Inland. Mhm. Produktionskapazität. Ich glaube, das ist das eine, wo man da absolut hundertprozentig deckungsgleich sind mit der Aussage vom Bundesrat Rösti. Das andere ist, wir können nicht einseitig auf eine Handvoll Technologien setzen und nicht einseitig zusätzlich auf Energieeffizienzmaßnahmen. Man muss das alles machen. Wie gesagt, Technologie offen, Massnahmen offen, aber nicht alle Eier in gleich Korb legen. Und demzufolge ist auch in dieser Hinsicht meine ich das Statement vom Bundesrat Rösti sehr, sehr positiv aus unserer Sicht. Was heisst jetzt, oder Technologie offen alles machen? Das ändert ja nichts an der Tatsache. Also einerseits gibt es da oben Leute, die das nicht so sehen, die sagen, absolut. Solar und Wind langen. Und die immerhin so weit sind und sagen, alles machen, dort frage ich halt dann immer gerne, ja, aber was wird uns die Menge an Energie bringen, die es wirklich braucht? Wir müssen das Potenzial von den erneuerbaren Energien, das realistische Potenzial und auch das Potenzial, das man mit vernünftigen marktwirtschaftlichen Überlegungen kann realisieren kann. Also Kosten nutzen. Müssen wir ausnutzen. Mhm. Absolut. Ich persönlich bin ganz klar der Meinung, dass die Windenergie, wenn wir alle landschaftsschützerischen Aspekte, die Kleinheit von unserem Land, die Windsituation, die natürlich fundamental andere ist, wenn sie an der Nordsee ist. Die Windenergie wird ein Nischenthema bleiben. Mhm. Erstens. Zweitens, Geothermie habe ich meine Hoffnungen, die ich vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch hatte, müssen sehr, sehr begraben aufgrund von dem, was wir einfach auch aus den geologischen Gegebenheiten und aus den Pilotversuchen wissen. Ich persönlich glaube nicht, dass es gelingen wird, unsere Produktionskapazitätsthemen zu lösen mit Solarenergie. Das würde eine Zupflasterung des Landes bedeuten, die wahrscheinlich niemand will. Plus, dort, wo die Solarenergie am besten funktioniert, in den Alpenregionen haben wir besondere Restriktionen. Wir haben ein Netzinvestitionsthema, das wir bewältigen müssen. Wir haben ein Thema, dass wir im Winter Stromlücken mit der Solarenergie zumindest in den grössten Teilen vom Land nicht können lösen. Und wir haben noch ein Bandenergie-Thema. Solarenergie spielt eine enorm wichtige Rolle in der Zukunft, weil sie ist natürlich von der Umwelteffizienz, von der Umweltökonomie her, ist sie an sich eine hochgradig positive Geschichte. Aber man muss einfach die Limiten sehen. Und der Präsident von der ElCom hat sehr bildhaft gesagt, der bisherige Track Record, den wir haben, im Ausbau von der Kapazitäten, gibt er keinen Anlass, zu glauben, dass wir den dermassen können vergrössern und multiplizieren, wie das nötig wäre. Genau. Ergo, auch die Solarenergie wird nicht einfach die Antwort liefern. Mhm. Die Wasserkraft, die eine wunderbare Technologie ist für unser Land, die wir kennen, erprobt, aber kapazitätsmässig können wir dort die ganz grossen Quantensprünge
nicht erwarten, wenn wir nicht wendig aufnehmen, dass wir massivst in Bergregionen eingreifen. Ganze Täler, dass wir über die Restwassermengen ganz anders diskutieren müssen, wie bisher. Ich sehe nicht, dass das reicht. Wir müssen es ausnutzen, so gut es geht. Also sind wir dann irgendeinmal bei der Kernenergie. Ich persönlich bin seit jeher der Meinung, die Kernenergie muss eine Rolle spielen und wird auch in Zukunft eine Rolle spielen. Ich glaube, wir müssen nicht nur persönlich, ich glaube, wir müssen nicht nur die Laufzeiten der bestehenden Werke optimieren und ausnutzen, solange das sicherheitstechnisch möglich ist. Ich glaube, wir müssen auch neue Installationen in die Planung aufnehmen. Und ich bin der Meinung, wir sollten jetzt mit dieser Planung anfangen. Mhm. Also dann müsste Artikel 10, der berühmt aus dem Energiegesetz, gestrichen werden. Der müsste zur Diskussion gestellt werden. Keine Frage für mich persönlich. Jawohl. Und ich meine, es gibt eine Volksinitiative, die genau das will. Ja. Also wo die sogenannte Blackout-Initiative, ja, wo letztlich dem Staat mehr Kompetenz gibt im Energiebereich, auch mehr Verantwortung gibt, erstens. Und zweitens sagt, jede klimaschonende Technologie soll man fördern. Und jede heisst natürlich eben inklusiv Atomkraft. Unterstütze die Studie? Von der Stossrichtung her unterstütze ich die Initiative. Jawohl. Und, man könnte ja mal, wenn eine Initiative nicht von links kommt, könnte man mal einen indirekten Vorschlag machen, oder? Also, ja. Wer weiss. Ja. Also, gut. Ich sehe, du willst da nicht auf den Test raus, weil ihr noch nicht entschieden habt, oder? Ich äussere zu dem Thema meine persönliche Meinung. Verbandsgremien haben noch nicht Stellung genommen dazu. Ja. Und die Diskussion zu dieser Blackout-Initiative, die ist erst am Anlauf. Ja, ja. Aber sie ist ja so deckungsgleich mit Economy Suisse. Das ist, eigentlich müsste das ja, Darum sage ich, von der Stossrichtung her sehe ich nicht, dass wir da etwas dagegen haben. Interessant, oder? Du hast jetzt die Solarprojekte angesprochen und Wind, weil es gibt in diesem Bundeshaus eine richtige Euphorie diesbezüglich, oder? Jawohl. Und ja, wir recherchieren sehr oft im Nebelspalter darüber. Ich meine, am Schluss ist es aber ganz, es ist sehr teurer Strom, es ist nicht so viel Strom und es fehlt im Moment Netz, um sie dort an transportieren, wo man sie braucht. Es fehlt noch etwas anderes. Wir müssen noch können Speicherthematik lösen. Ja. Die Speicherthematik heisst nicht nur speichern, wenn produziert, sondern es heisst eigentlich, wie können wir vom Sommer in den Winter speichern. Und das sind dann nochmal ganz andere Herausforderungen. Ich glaube, es ist einfach, aufgrund von der gegenwärtigen Kenntnis ist es sehr, 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 sehr schwer zu denken, dass man allein mit Solar, Wind bleibt eine marginale Hauptdicht. Und ich glaube, da haben wir genügend Anzeichen dafür, dass das so wird sein. Also sind wir bei der Solar, bei der bei der neuen Erneuerbaren. Genau. Und Solar allein als Lösung anzuschauen, halte ich für brandgefährlich und für im Moment, aus dem, was wir können beurteilen, illusorisch. Mhm. Ergo darf man nicht einfach nur auf das setzen. Solar ausbauen. Wie gesagt, es ist eine ganz elegante Geschichte eigentlich. Und darum muss man es ausnutzen. Und da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Selbstverständlich. Man kann sich wirklich fragen, warum wir an gewissen Orten kein Solarpanel auf den Dächern haben, obwohl dort mit Ortsbildschutz und Landschaftsschutz kein Thema ist. Mhm. Autobahnränder and the likes. Mhm. Aber man muss trotz allem im Gesamtbild muss man die Limitierungen einfach anerkennen. Ich meine, weißt du auch, da kursieren die Ansichten von 700 Quadratkilometer Solarpanel in den Bergen. Es gibt Zahlen von 4'000 bis kürzlich ein ehemaliger ENSI-Chef in der NZZ, 5'000 Windräder. Ich meine, das sind einfach Verhältnisse. Und das Interessante finde ich auch, dass gerade die Grünen da nicht Sturm laufen, weil 700 Quadratkilometer Solarpanel inklusive Betonfundament und Fundament für 4'000 Windräder, es wäre die grösste Umweltzerstörung, die das Land je angerichtet hat. Das ist das Paradox, wo wir drin sind in der Energiepolitik, finde ich, dass Ideologie so eine Rolle spielt. Und die Ideologie spielt eine enorme Rolle. Ja. Und ich glaube, bei vielen politischen Forderungen wird von denen, die sie stellen, natürlich die Diskussion bewusst dort abbrochen, wo eben die Elemente, die du jetzt ansprichst, ins Spielen kommen. Weil die Konsequenz aus all dem aus gegenwärtiger Sicht ist nach meinem Dafürhalten halt immer noch am Schluss, wir müssen über Kerntechnologie reden. Und das ist die Diskussion, die politische weiten Kreise tabu ist. Jetzt heisst es immer, ja, Kerntechnologie, auch wenn wir jetzt anfangen darüber reden, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber das dauert Jahre, oder? Und das Problem haben wir ja
Möglicherweise nächsten Winter, der Guy Parmelin hat das mal angetönt. Wir sind jetzt mit dem blauen Auge daran vorbeikommen, aber es könnte nächsten Winter und dann 2025 mit dieser neuen Regulierung von der EU wird vielleicht auch noch ganz schwierig, oder? Also, da kommt immer das Argument an, ja, Kernenergie ist ja frisch seit 20 Jahren auf dem Tisch. Das ist das eine Argument und das andere ist, es rendiert sich nicht. Genau. Da kann man ein paar Sachen entgegen haben. Erstens einmal, es hat nie jemand behauptet, mit neuen Kerntechnologien oder neuen Anlagen können wir das kurzfristige Produktions- und Versorgungsproblem lösen. Wäre völlig illusorisch, das zu behaupten. Hätte aber auch niemand, nach meinem Wissen, ernsthaft behauptet, dass das Thema ist. Zweitens ist, wir brauchen einfach eine Staumauer mittlerweile gut 20 Jahre. Mhm. Also man muss auch fair sein gegenüber der Kerntechnologie, wenn man Fristen anschaut, wo man andernorts brauchen und haben. Dritter Punkt, wir reden über Beschleunigungen von Verfahren. Mhm. Im Beschleunigungsvorschlag von der Frau Bundesrätin Selma Ruga, jetzt wieder im Mantelerlass, allerdings hat letzte Woche dort wieder ein bisschen zurückbuchstabiert, wenn ich so das sage. Aber wir reden über Beschleunigungsvorlagen. Mhm. Für mich ist es systematisch nicht ersichtlich, warum man nicht auch bei Atomkraft könnte beschleunigt vorgehen. Oder bei Gaskraftwerk. Also auch dort technologieneutrale Beschleunigung. Technologieneutral und keine Denkverbote. Mhm. Das ist eigentlich fast, für uns fast die oberste Maxime in dem ganzen Thema. Und du hast es vorhin selber angesprochen, das Argument, das kommt, dass niemand investiert, dass niemand das will? Die Rahmenbedingungen sind natürlich bisher so gewesen, dass eine Investition in ein Kernkraftwerk unrentabel gewesen sind in letzter Zeit. Das hat verschiedenste Aspekte, warum das so ist. Einer war, wir hatten enorm billigen Strom in den letzten 20 Jahren. Haben wir fast vergessen, vor etwa 7-8 Jahren sind ja die Stromfirmen fast kaputt gegangen, weil sie nicht mehr verdient haben. Was haben wir gemacht? Wir haben Atomstrom aus dem Ausland importiert. Genau. Wenn wir unter der Prämisse schaffen, dass wir das, oder Kohlestrom, noch schlimmer. Wenn wir unter der Prämisse schaffen, dass wir das in Zukunft nicht mehr machen können, dann müssen wir auch die Spielregeln neu überdenken und dabei überlegen, was können wir machen, um eben die Verfahrensdauern auch für Atomkraftwerke zu verkürzen. Also, und damit ändert sich auch der Business Case. Ja, und auch die Subventionierung. Ich meine, die Solarkraftwerke in den Alpen, die sollen mit 60% von den Investitionskosten subventioniert werden. Auch dort, wenn das technologieneutral ist, dann ich mache sogar noch mit bei einem Atomkraftwerk. Also das lohnt sich dann. Subventionssprechungen müssen auch technologieneutral sein. Das ist klar etwas, was wir schon seit jeher gefordert haben. Jetzt ist eben, du hast den Import angesprochen und es hat Warnungen gegeben vor 6 Jahren bei der Abstimmung über die Energiestrategie. Es ist eine Importstrategie, obwohl dann der Slogan sicher sauber schweizerisch war, oder? Heute wissen wir, dass es eben nicht so schweizerisch ist. Und die Import, wir sind wirklich wahnsinnig abhängig, vor allem im Winter, mit zwischen 6 bis zu 10 Terawattstunden, oder? Und ob unsere Nachbarländer können liefern können, ist einfach zunehmend unklar. Macht es euch Sorgen? Das macht uns grosse Sorgen. Ich glaube, man muss nicht fordern, und das machen wir ja nicht, dass man quasi 365 Tage im Jahr autark ist mit inländischer Produktion. Ja. Wir müssen am internationalen Stromhandel teilnehmen. Mhm. Da wir aber ein glaubwürdiger und verlässlicher Partner sind in dem internationalen Stromverbund und Handel, müssen wir über das ganze Jahr auch genügend produzieren, dass wir etwas können anbieten können. Wir können nicht nur reinholen und nichts rausgeben, wenn wir könnten. Also müssen wir Kapazitäten auch unter dem Aspekt klar erhöhen. Wir müssen probieren, den Prozentsatz von der inländischen Produktion generell zu erhöhen, aber wir müssen auch erhöhen unter dem Aspekt, damit wir handelspartnerfähig bleiben im internationalen Stromhandel. Die Abhängigkeit von den ausländischen Stromlieferungen, die ist in der sogenannten Energiestrategie 2050 von Anfang an sehr manifest gewesen. Wer hergeschaut hat und Zahlen angeschaut hat, hat gewusst, dass das ein grosses Thema ist. Wer auch noch ein bisschen die politische und rechtliche Situation beurteilt hat, hat gewusst, es ist ein Thema, das wir nicht absichern können. Und wir haben jetzt in der kürzlichen Vergangenheit, wo Strommangelthemen aufgekommen sind in verschiedenen Staaten, haben wir gesehen, wenn es dann um die Wurst geht, wenn ich das so ein bisschen lapidar ausdrücke, dann ist jeder sich selbst der Nächste. Du sprichst Pandemie. Und dann wird nicht unbedingt die Schweiz irgendwie bevorzugt behandelt. Wir haben gesehen, wir haben im Gasbereich haben wir
keine Speicherkapazität in der Schweiz gehabt. Wir sind also vertraglich auf Speicherkapazität im Ausland angewiesen gewesen. Das sind alles Abhängigkeiten, die man wahrscheinlich strategisch zu wenig in Betracht zogen hat, würde ich behaupten. Ja, es ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist mit dieser Strommangellage und noch dem Krieg in Europa, ist ein bisschen eine romantische Phase im energiepolitischen Bereich zu Ende gegangen. Und, das ist sicher. Es ist ja gut, die Schweiz ist ja dann relativ gut im relativ rasch anpassen an neue Gegebenheiten. Ja. Wir haben das, glaube ich, das ist interessant, im angelsächsischen Bereich hat man das nie so naiv angeschaut. Man hat eine Pipeline gebaut von UK auf Norwegen. Man hat Terminals immer gehabt und so. Es ist halt, glaube, da haben wir uns ein bisschen lassen, ja, rosenrot angeschaut. Ich glaube auch. Ich würde das unterstützen. Und das muss natürlich zu Ende gehen. Jetzt, die Importsituation ist insofern auch schwierig, weil wir einen Partner haben, die EU, die ein Stromabkommen mit uns nicht will, bevor wir nicht irgendwie ein grosses Dachabkommen haben. Der Albert Rösti sagt jetzt, ja, wir müssen halt auf technischer Ebene können zusammenarbeiten, die Schweiz wieder in die Gremien, wo wir, ich habe das noch nie genau angeschaut, das sind so Gremien, ja, wo da der Intraday-Handel miteinander abgesprochen wird. Ganz wichtig, damit es eben nicht zu einem Blackout kommt, ja, habe ich mir sagen. Ja. Dort sind wir im Moment nicht dabei oder höchstens so ein bisschen informell oder so. Ja. Und man will auf dieser Ebene letztlich irgendwo durch die Schweiz auch wieder teilhaben am internationalen Stromhandel. Ist das der richtige Weg? Also zunächst würde ich sagen, Teilhabe und Teilnahme an diesen Regulationsgeschichten im wirklich Strom. Operativ technische Regulierungen, ja, wo es wirklich darum geht, wie du es angetönt hast, damit man kann die Stromflüsse europaweit, und das geht gar nicht anders, ja, kann managen, sodass eben die Versorgung sichergestellt ist. Das ist lebenswichtig. Ob es gelingt, und jetzt kommt meine Sorge in dem Zusammenhang, ob es gelingt, dort teilzunehmen in der Art und in der Intensität, wie wir müssen, ohne dass wir auf der Meta-Ebene Stromabkommen eine Lösung finden mit der EU, steht für mich im Moment noch ein bisschen in den Sternen. Ich hoffe, es gelingt. Aber es ist nicht ein risikoloser Weg, weil die letzte Signal, die wir haben, ist, dass die EU durchaus auch bereit ist, auf deren operativen, technischen Ebene Druck auszuüben, sprich uns nicht mehr teilzunehmen, wie es für uns, aber wie es letztlich auch für sie nötig wäre, ohne dass wir einen Fortschritt machen auf dem Bereich des Stromabkommens. Also auch dort haben wir eine Verquickung von Themen, die verhängnisvoll sein, wenn sie dann nicht gelöst werden kann. Ich hoffe, der Bundesrat Rösti hat recht mit seiner offenbar geäußerten Hypothese, dass das müsste möglich sein auf der technischen Ebene, auch wenn das Stromabkommen für die nähere Zukunft nicht gelingt. Ich hoffe, er hat recht, aber ich kann es nicht. Jetzt haben wir ja dreimal in dem Winter haben wir Deutschland ausgeholfen mit Strom in so einer Situation, oder? Und zwar letztlich, wir sind in diesen Gremien nicht dabei, aber Deutschland hat dann halt direkt die Schweiz gefragt, liefere dir das und das. Das zeigt, dass es uns braucht, oder? Es zeigt zweierlei. Es zeigt, dass es uns braucht und es zeigt, dass wir auch bereit sind, mitzuhelfen. Es zeigt aber das Umgekehrte auch, dass wir eben auch abhängig sind im umgekehrten Fall. Und ich empfehle sehr dringlich einmal einen Besuch beim Headquarter von der Swissgrid in Aarau, wo die riesige Leinwand aufgeschaltet ist mit den aktuellen Stromflüssen in Europa. Es ist ganz eindrücklich, wie das ineinander verhängt ist. Wir sind in dem Verbund drin, ob wir das wollen oder nicht, und können dort nicht raus. Aus unserem Interesse und auch aus europäischem Interesse. Jetzt, die Meta-Ebene ist eben ein Stromabkommen. Dort habe ich schon, wäre meine Frage schon, das bedingt ja eine Liberalisierung vom Strommarkt. Jetzt ist, kann ich mir vorstellen, dass Economist Fizz das gut findet. Aber immer gut oben, gefunden hat, ja. Immer gut gefunden. Aber da oben ist das überhaupt nicht mehrheitsfähig. Ja, also, es scheitert bereits, und zwar inklusive bei den Europa-Freunden, oder? Also, jetzt ist auch dort wieder ein Widerspruch innerhalb von der gleichen Personen. Richtig. Also, du musst ja die nicht verteidigen, aber, nein. Aber das funktioniert einfach nicht. Wenn die Liberalisierung vom Strommarkt in dieser absoluten Form, wie sie zumindest nach dem Narrativ von der EU gefordert wird, eine Voraussetzung bleibt, dann sehe ich im Moment nicht, wie das innenpolitisch mehrheitsfähig ist. Leider Gottes. Wir sind schon seit jeher für die Liberalisierung. Wir sind immer noch überzeugt, das wäre mit Abstand der richtige Weg. Aber wir wissen alle, es hat sehr viele politische, föderalistische Strukturen, Hemmnisse, die da im Spiel sind, die das ein schwieriges Unterfangen machen.
Gerade letztens, wo am freien Strommarkt die Preise explodiert sind, so ist, wieder, Herbst, ja. ist wieder die Forderung natürlich gekommen, dass man wieder zurück kann in sofort. Geregelte von einem Wirtschaftsverband, vom Werkverband. Nicht von der Economie Suisse, genau. Jawohl. Was ich für eine sehr opportunistische Haltung halte, ehrlich gesagt. Aber das zeigt einfach, wie da mit Leidenschaft und Herzblut um die Liberalisierung oder für oder gegen die Liberalisierung kämpft wird. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Und dann oberhalb von der Meta-Ebene ist so, da geht es Supra-Ebene, oder? Also da ging es wirklich gerade um die Verhandlungen, also die exploratorischen Gespräche, ja. Letztlich um den Paketansatz, also dass man in allen bestehenden Verträgen, möglichen zukünftigen Verträgen, gewisse institutionelle Anknüpfungspunkte zwischen der Schweiz und der EU verankern. Es ist bekannt, nächste Woche, glaube ich, fliegt Frau Loi wieder auf Brüssel. Dann, eine Woche später, ist der Herr Sefcovic in der Schweiz. Es kommt zu dem lang ersehnten Gespräch, von gewissen Leuten lang ersehnten Gespräch, zwischen dem Ignacio Cassis und dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, dem Herrn Sefcovic. Wie beobachtet ihr die Entwicklung? Sind ihr der Meinung, ja, man muss jetzt vorwärts machen und irgendwie etwas auf dieser Super-Ebene noch weiter oben unbedingt erreichen? Wir sind immer der Meinung gewesen und sind nach wie vor der Meinung, wir müssen unser Verhältnis zu Europa auf eine solide Basis stellen. Das ist der erste Punkt und die Ausgangslage. Zweitens, in diesem Kontext müssen wir alles unternehmen, um eine mögliche Lösung nach menschlichem Ermessen herzubringen. Dritter Punkt, wir wissen, aus dieser schwierigen Geschichte, von diesen Diskussionen zum Rahmenabkommen, die letztlich zum Abbruch geführt haben, dass das innenpolitisch eine ganz schwierige Angelegenheit ist. Der Bundesrat hat jetzt einen Prozess aufgeläuset mit diesen exploratorischen Gesprächen, mit diesen Sondierungen unter der Leitung von der Staatssekretärin Loi, die dann sollen zu einem Ergebnis führen, dass man beurteilen kann, können wir jetzt mit realistischen Chancen in eine Verhandlungsphase eintreten. Ein Prozess aufgeläuscht, wo ich glaube, der ist soweit nachvollziehbar. Wir müssen uns nicht mehr darüber unterhalten, ob der Abbruch der Verhandlungen zum Rahmenabkommen gut oder schlecht ist. Das ist Geschichte. Wir sind dort, wo wir sind. Und die Gespräche sind zumindest jetzt auf Stufe Staatssekretär, sind sie wieder in Gang gekommen. Die finden intensiv statt. Es gibt offenbar Anzeichen aus diesen Gesprächen, die eine gewisse Ermutigung zulässt, aber es gibt auf der anderen Seite auch offenbar nach wie vor Themenbereiche, die schwierig sind. Der Bundesrat wird nach dieser Exploration müssen beurteilen, sind wir an einem Punkt, wo wir können Verhandlungen mit Aussicht auf Erfolg von den Verhandlungen, aber vor allem auch mit Aussicht auf Erfolg in einer möglichen Volksabstimmung durchführen. Den Prozess sollten wir jetzt den Lauf lassen, so wie er aufgelöst ist. Ich halte persönlich von diesen Beschleunigungsrufen nichts. Es gibt im Moment nichts zu beschleunigen. Es wird im Moment das gemacht, was angesichts der Ausgangslage möglich ist. Und dem müssen wir jetzt einmal die Möglichkeit geben und dann eine Beurteilung vor. Ich glaube auch, oder, wenn man jetzt nämlich wieder den Fehler macht, dass man schnell in Verhandlungen hineingeht, dann wird es gleich rauskommen wie letztes Mal. Ein politisches Desaster. Oder, weil das ist ja, das Problem ist ja das letzte Mal gewesen, dass man gewisse Fragen bei einem exploratorischen Gespräch 2012, 2013 nicht behandelt hat, oder? Und irgendwie, oder teilweise sogar der EU zugestanden hat, wie Streitschlichtung und so weiter. Und nachher ist man nicht mehr zurückgekommen. Und ich meine, der Elefant im Raum, ist immer noch die Frage von der Streitschlichtung, die Frage vom EuGH, die Frage von der, wie viel Recht müssen wir übernehmen und wie viel Freiheit haben wir noch? Das sind alles Fragen, wo zwar der Bundesrat halt einmal sagt, ja, das ist jetzt nicht so schwierig, aber am Schluss, das weißt du genau, innenpolitisch spielt das eine riesige Rolle, oder? Das ist richtig. Aber man muss in dem Zusammenhang natürlich auch, die Objektivität wahren. Und das ist nicht bei allen Skeptiker, was die Sondierungen oder die Verhandlungen angeht, der Fall. Ein Elefant kann verschiedene Grössen haben. Und ob das Gespenst der Streitschlichtung in der einen oder anderen Konstellation so grauenhaft ist, wie das zum Teil dargestellt ist, ist wesentlich auch eine Frage von der politischen Positionierung. Man muss bei den Fakten bleiben. Als Jurist, der 30 Jahre international unterwegs war, habe ich vor ausländischen Gerichtshöfen wahrscheinlich ein bisschen weniger Angst, als jemand, der mit dem noch nie zu tun hatte. Das ist zwar nicht ganz ein 1-zu-1-Vergleich mit der Situation in einem Rahmenabkommen, aber dass die EU bezüglich Auslegung von ihrem eigenen Recht
an dem wir ja teilnehmen im Binnenmarkt. Bezüglich Auslegung von ihrem eigenen Recht natürlich sich nur auf den EuGH abstützt. Gegen das ist grundsätzlich systematisch nichts einzuwenden. Die Frage ist, ob Vertragsklauseln könnten durch einen EuGH einseitig ob das eigentlich das EU-Recht ist. Werden. Genau. Das ist das Thema. Wo was sagst du als Jurist? Eigentlich ist das nämlich... Es muss Bereiche geben von den Verhandlungen, die in einer vertraglichen Form ihren Niederschlag finden, wo der EuGH nichts sagen. Und da denke ich an Schutzklauseln, an Ventilklauseln. Die können nicht einseitig nachher aufgehoben werden durch einen EuGH. Da muss die EU auch begreifen, wir sind nicht Mitglied von denen. Also das wäre meine nächste Frage. Ich meine, wir wollen ja nicht Mitglied werden im Binnenmarkt und auch nicht in der EU, sondern wir wollen, es geht um eine Teilhabe, um einen Zugang und um gegenseitige Anerkennung von Rechtsnormen, also für Firmen, die vielleicht es geht am Schluss um Produkte, die man dort irgendwie zertifizieren aber, und so weiter. Aber es geht um Teilhabe an einem Binnenmarkt, deren Regeln wir auch nicht einseitig uns festlegen können. Es braucht Kompromisse auf beiden Seiten. Es braucht Kompromisse von uns und es braucht Kompromisse von der EU. Sonst hat das Vorhaben keine Chance. Jetzt, ich komme gleich mit dem. Ich meine, Kanada hat ein Abkommen bekommen, wo die Teilhabe möglich macht, ohne EuGH, ohne Rechtsübernahme, so ein klassischer Freihandel. Wir sind Kanada und die EU, wir sind beides zivilisierte Länder, ihr habt einen Konsumentenschutz, ihr habt Umweltrecht, ihr habt Arbeitnehmerschutz und so weiter. Wir müssen das gegenseitig, ich muss jetzt verkürzen, wir müssen das gegenseitig anerkennen und wir schaffen Wohlstand, weil wir miteinander Handel betreiben. Ja. Das ist seit 500 Jahren funktioniert das. Kanada und die EU haben kein Personenfreizügigkeitsthema. Genau. Das ist bei uns diametral anders. Wir sind jetzt in dem Europa inne. Wir haben einen enormen Austausch an Leuten und an Gütern von einer Intensität, die im Verhältnis EU und Kanada einfach nicht vergleichbar ist. Also, die Ausgangslagen sind diametral anders. Da muss man einfach fair bleiben. Ich will nicht in Abrede stellen, dass man auch ohne ein bilaterales Vertragskonstrukt, ohne ein Rahmenabkommen oder irgendwie politisch-juristischer Überbau, dass man kann miteinander Handel treiben. Ja. Das ist eine Frage der Intensität und eine Frage, wie weit wollen wir gehen. Weil es ist wirklich, ich meine, braucht es die politische Integration? Das ist eine Forderung von Brüssel letztlich. Seit wir gesagt haben, wir wollen eigentlich bei euch nicht beitreten, oder seit das klar geworden ist, etwa so vor 5-6 Jahren, bestehen sie einfach darauf, letztlich, dass der bilaterale Weg, wo sie uns zugestanden haben, im Hinblick auf einen Beitritt, dass der eigentlich zu Ende ist. Wir können nicht mehr teilhaben ohne politisch-juristische Integration. Sag Brüssel, aber... Ob die EU darauf beharrt, dass der bilaterale Weg quasi, wie du jetzt antönst, nur als Vorstufe von einem Beitritt die Existenzberechtigung hat, bin ich nicht ganz so sicher. Okay. Aber lassen wir das mal auf der Seite. Die EU muss, wenn sie Hand bietet zu einem Arrangement zwischen der EU und der Schweiz, wo eben nicht Beitritt heisst, anerkennen, dass es gewisse Elemente der Mitgliedschaft gibt, die wir eben gerade ausschliessen und nicht können akzeptieren. Das ist da, was ich meine, die EU muss auch Kompromisse machen. Das Konstrukt, das wir darüber diskutieren seit über 10 Jahren, ist nicht eine Vorstufe zur Mitgliedschaft, sondern ein bilaterales Verhältnis. Und in dem bilateralen Verhältnis gibt es Grenzen dessen, was an Integration, was an Vergemeinschaftung möglich ist und da hat vielleicht die EU zum Teil auch falsche Vorstellungen. Genauso wie wir müssen auch anerkennen, wenn wir teilhaben wollen, Binnenmarkt, müssen wir auch Kompromisse. Ich hoffe, dass die Sendung auch im Aussendepartement geschaut wird. Ich bin fast sicher, dass irgendjemand das verpflichtet wird dazu. Christoph Mäder, danke vielmals für das Gespräch. Danke für die Offenheit und die Diskussion über die wichtigen Themen, die wir im Moment haben. Und gerne ein anderes Mal wieder. Zum Wohl. Zum Wohl. Vielen Dank. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, dann drückt den Kommentar da, drückt den Daumen nach oben drücken, den Kanal abonnieren, in welcher App auch ihr immer das gerade konsumiert, damit ihr keine Sendung verpasst. Wir sind in einer Woche wieder da mit dem nächsten Fäusi Federal. Danke fürs Zuschauen und eine gute Zeit.